herzliches Willkommen und Hallöle. Hier ist euer LT Rustikal. Heute ist Mittwoch und das bedeutet Interview-Time. Und heute mit was ganz Besonderem. Heute direkt live, mehr oder weniger, aus der Strecke oder von der Strecke Karlskoga. Und wir sind die drei Konkurrenten des Cups zugeschaltet. Einmal der Smoke, die lahme Ente und der Murph. Guten Abend. Guten Abend. Moin Moin. Hallo. Ja, man sieht sie auch gerade auf der Strecke fahren. Erstmal Glückwunsch, Murph, zu den grandiosen Start- und Zielsieg, mehr oder weniger. Du hast ja nach Langen endlich mal deine Form wiedergefunden, wenn man das mal so direkt sagen darf. Ja, sage ich erstmal ein ganz großes Dankeschön. Ja, das war, hat man schneiden konnte. Aber die Taktik, die wir uns halt ausgemalt hatten, ging perfekt auf. Und so haben wir halt einen grandiosen Doppelsieg eingefahren. Wie sieht denn Smoke die Leistung von Murph zu den Rennwochenende? Bitte? Ich sagte, wie siehst du denn die Leistung von Murph aktuell? Ja, es war abzusehen, dass Murph natürlich seine Form wieder zurückfinden wird. Es war nur die Frage der Zeit. Das hatte ich aber auch schon im Vorfeld schon angekündigt gehabt, dass Murph wieder kommen wird. Also für mich war es nicht überraschend. Also, okay. Dass dann der Musculus auf dem dritten Platz war, war das denn überraschend oder sagst du, ja, das war auch abzusehen? Na gut, die Stewards haben da ganz klar eine Stallorder gesehen. Ich habe mir das Ganze auch mal auf dem Video angeschaut. Also für mich sah es auch nach Stallorder aus. Das hat wahrscheinlich eine Strafe zur Folge. Normalerweise wäre er wahrscheinlich nicht auf dem Podium gelandet. Okay, aber demzufolge wäre ja Ente auch nicht auf dem Podium gelandet. Bitte? Ich sagte, demzufolge wäre ja Ente ja auch nicht auf dem Podium, auf dem vierten Platz gelandet. Sehe ich das dann richtig? Das weiß ich nicht, aber wie gesagt, Musculus hat halt profitiert von der Stallorder, die da herrschte. Okay. Ente, du bist ja im Cup-Bereich den Smoke dicht auf den Fersen und jetzt in Karlskoga. Könntest du das Blatt wenden? Was ist so deine Kampfansage Richtung Smoke? Meine Kampfansage ist, dass ich jetzt am Wochenende versuche, mir den ersten Platz zu holen. Okay. Wird aber nicht so leicht, wenn wir mal sehen, dass Smoke eigentlich ein routinierter Fahrer ist und ein ruhiger Fahrer ist und der auch oft seine Strategien durchfahren kann oder durchzieht, wie er das auch natürlich ankündigt. Wir können natürlich jetzt pokern und sagen, erzähl uns mal deine Strategie und wir gucken, was der Smoke dazu sagt. Womit können wir bei dir rechnen? Rechnen auf jeden Fall, da ich wieder schnell sein werde. Ja, und der Rest, mal abwarten, was daraus wird. Ja, auch kurz die Frage an Murph. Du hast zwar einiges an Abstand zu Platz 2 und 1, aber dennoch hast du noch Luft nach hinten. Wie sehr peilst du Platz 2 an oder sagst du, Platz 3 ist eigentlich das Ziel, was im Ende noch rauskommen kann? Also ich denke mal, wenn man die beiden nach vorne sieht, wie die ihre Bahn ziehen, werde ich meinen dritten Platz verteidigen, noch den Vorsprung auf Platz 4 ein bisschen ausbauen und damit, glaube ich, am Ende der Saison auch glücklich sein. Weil momentan sehe ich, ist gegen die beiden wirklich sehr schwer ein Kraut gewachsen. Okay. Wie fühlt sich denn die Strecke aktuell an mit den Fahrzeugen? Murph. Achso, ich bin gespannt. Ja, natürlich, diese Fahrzeuge liegen natürlich extrem gut auf der Strecke. Ist einfach Erfahrungswerte, die man hier einsetzen kann, die man über die Zeit gesammelt hat. Aber ob ich nun die beste Zeit hier am Ende des Tages rausfahren werde, das überlasse ich dann doch lieber Ente und Smoke in dem Fall. Okay, liebe Zuschauer, nicht wundern, wenn das ab und zu mal etwas länger dauert, aber das ist natürlich für die Fahrer nicht unbedingt leicht, während der Fahrt auch noch Interview zu geben. Wir gehen mal am Smoke an den routinierten Fahrer weiter. Mal gucken, ob er das denn besser meistert. Smoke, wie fühlt sich für dich die Strecke an? Ist das eine Strecke, wo du sagst, hier fühlst du dich wohl oder eher, ja, so durchwachsen? Grundsätzlich fühle ich mich auf jeder Strecke wohl. Das gehört zum Rennfahren dazu. Ich finde, speziell in der Kurve, wo ich jetzt drauf zufahre, hat man generell viel Untersteuern. Ich finde die Strecke sehr holprig und da müssen wir halt ein bisschen schauen, dass wir das Fahrwerk so hinkriegen, dass wir die Bodenwellen meistern können und den Grip nicht verlieren. Okay, du sagst gerade, das müsst ihr noch meistern. Bedeutet, ihr seid noch nicht lange auf der Strecke, also noch nicht lange da. Ich habe die Frage nicht verstanden, der Motor ist so laut.
Ich sagte, ihr seid also noch nicht lange auf der Strecke, um das schon getestet zu haben, dass ihr schon so ein halbwegs gutes Setup zusammen habt. Das Setup, das steht, aber man versucht natürlich immer irgendwo das Maximum rauszuholen. Und ich denke, dass man oder dass ich hier irgendwo noch 2-3 Zehntel liegen lasse, die dadurch resultieren, weil das Fahrwerk noch nicht 100% steht. Aber ich sag mal, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Also es fühlt sich gut an. Stellenweise noch ein bisschen untersteuern, aber das kriege ich schon noch im Griff. Sehen wir wieder einen Smoke, der keine Reifen wechseln wird? Da ich ja jetzt in der Konferenz geschaltet bin, kann ich dir da ganz wenig Auskunft drüber geben. Na gut, man darf es ja versuchen. okay. Aber sagen wir es mal anders. Du hast in den letzten Rennen ja deine Strategie beibehalten ohne Reifenwechsel und das ist dir gut bekommen bis jetzt, wenn man das so ausdrücken darf. Ist denn die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Taktikänderung nicht stattfinden wird? Naja, wahrscheinlich ist, dass die Ampel beim Start auf grün springt. Okay, man kann es ja versuchen. Okay. Ente, für dich ist ja die Strecke auch jetzt nicht unbedingt neu. Wie fühlt sie sich für dich an? Wie kommst du mit ihr zurecht? Kommst du genauso wie mit Smoke, wie er sagt, damit zurecht? Oder sagst du, eigentlich sehe ich die ganzen Probleme nicht, die Smoke da hat? Ja, doch, ich sehe die Probleme genauso wie Smoke, nur in manchen Kurven habe ich noch richtige Probleme da mitzuhalten. Sein Auto will nicht so, wie ich das gern hätte, aber das wird noch kommen. Okay, und in welchen Kurven sind das? Also wenn wir dich jetzt gerade beobachten, wie du gerade einen zum Beispiel wie die Ausflug gerade machst, ja, ist das ein Bremsenproblem oder wo liegt das Problem genau? Das Heck ist noch ein bisschen zu locker, aber das werde ich schon bis zum Rennen hinkriegen. Okay, Smoke möchte die Strategie nicht sagen, du möchtest mir auch nicht die Strategie sagen. Wie sehr glaubst du, ist der Druck von hinten zu spüren in diesem Cup-Bereich? Sagst du eher, das ist wirklich, wie Murph schon sagt, eigentlich eine Zweier-, vielleicht eine Dreier-Sache? Oder sagst du, okay, von hinten kommt schon ein bisschen Druck? Ja, von hinten kommt immer Druck. Und ich schätze mal, der Murph, der wird schon ein bisschen tief stapeln, der wird schon dabei sein, hundertprozentig. Okay. Gehen wir nochmal ganz kurz, Murph, auf die Liga-Wertung. Wir haben zwar jetzt Cup-Wochenende, aber die Liga-Wertung ist natürlich auch wichtig. Du hast jetzt auch wieder einen Sprung gemacht, hast dich ein bisschen absetzen können von der Pupti. Bist nur noch 10 Punkte hinter Ente und nur noch 18 Punkte hinter deinem Teamchef. Wie sehr gibt dir das innerlichen Aufschwung nach dem Rennen vor diesem Sieg? Naja, nach diesem Wochenende jetzt auf alle Fälle habe ich jede Menge Aufschwung bekommen. Also das hat einen doch einen erheblichen Schub gegeben. Und ich will jetzt einfach mal sehen, was uns auf Brünn erwartet, wie ich mich da schlagen kann. Und wer weiß, vielleicht ist er noch am Ende der Saison die ein oder andere Platzierung vorne zu erhaschen. Das wird sich jetzt auf den nächsten Strecken zeigen. Weil wie man merkt, habe ich mich ja wieder sehr gut mit meinem Salin angefreundet. Okay, also ist sozusagen die alte Liebe wieder da? Völlig wieder entflammt. Okay. Smoke, bei dir auch die alte Liebe da und sagst du von wegen jetzt erst recht, also jetzt nach dem Murph wieder gewonnen hat, dass ihr komplett angreift? Oder sagst du, du stapelst lieber tiefer und sagst erstmal gucken, was die nächsten 2-3 Rennen bringen? Wir haben ganz klar gesagt, als wir vor ein paar Rennen umgestiegen sind auf den Salin, dass wir wieder angreifen werden. Wir waren überzeugt, dass wir es schaffen können. Und wir wollen natürlich jetzt auch zeigen, dass der Doppelsieg im letzten Rennen kein Zufall war. Und ich glaube schon, dass wir in Brünn wieder sehr stark sein werden. Ich fühle mich da sauwohl. Das Auto liegt sehr gut. Es sind noch ein paar Einzelheiten oder ein paar Kleinigkeiten noch umzustellen. Aber der Salin wird schnell sein. Okay, 3 Punkte zum Platz 2. Wird das so eine ist das so eine Angriffsaussage von wegen, ab nach diesen Rennen in Brünn will ich Platz 2 haben? Ich will Meister werden. Ja gut, das möchte eigentlich jeder Fahrer, der ja hier mitfährt, sonst würde sich das ja nicht lohnen, aber Nein, ich werde nicht, ich werde, also meine Ambitionen sind natürlich immer noch der erste Platz.
Der ist rechnerisch noch möglich aus eigener Kraft und ich wäre nicht ich, wenn ich jetzt sagen würde, der zweite reicht mir aus und das ist eigentlich mein Ziel. Mein Ziel ist, die Meisterschaft zu gewinnen und dafür tue ich alles und auch schon in Brünn werden wir dafür alles geben. Okay, dann nochmal kurz die Frage zu Ente. Jetzt bist du ja ein bisschen abgerutscht, hattest ja nicht so viel Glück gehabt. Mit 70 Punkten hinter Smoke sind 8 Punkte Abstand und genau 11 Punkte Abstand. 11 Punkte. Zu 11 Punkte Abstand zu Slow. Und wie sehr ärgert dich das? Oder glaubst du, dass das in den nächsten Rennen, jetzt auch nach Brünn, dass du da nochmal rankommen wirst? Oder sagst du, ja, okay, das mit dem dritten Platz, das war jetzt schön, aber ich glaube, der vierte Platz ist eher da, wo ich hingehöre? Die letzten zwei Ligarennen hatte ich richtige technische Probleme. Ich hoffe mal, dass die Mechaniker den Fehler finden werden und ausmerzen, so dass ich wieder richtig fahren kann. Mal abwarten, wie es in Brünn läuft. Okay, mechanische Probleme, die haben wir ja auch bei Steve oft gehört. Also ich meine, ich müsste jetzt mal scherzeshalber fragen, habt ihr die gleichen Mechaniker? Also ich meine, Steve kam jetzt zwar durch, aber war auch nicht unbedingt schnell unterwegs. Für meines Erachtens sogar weit unter dem, was er jemals geleistet hat. Smoke, wie siehst du das? Also zumindest, was man da gesehen hat jetzt in den letzten Rennen. Ja, keine Ahnung, was mit Stevie los ist, also mit Steve. Ich weiß nur, dass im letzten Rennen mein Getriebe sich beinahe verabschiedet hat. So konnte ich leider nicht mehr richtig Vollgas fahren, geben. Okay, Smoke? Ja? Wie siehst du die Leistung denn aktuell von Steve, der meines Erachtens, wie ich schon sagte, weit unter sein Niveau ist oder geblieben ist? Ja gut, man muss natürlich immer noch bedenken, er war lange nicht mehr dabei, er hat halt eine lange Zeit lang keine Routine mehr sammeln können. Er braucht natürlich seine Zeit, um wieder zu alter Form zu finden und dann macht natürlich ein Auto, was ständig Probleme macht und eine Crew, die das Auto nicht vernünftig auf die Beine stellt, natürlich ist nicht wirklich hilfreich. Aber er kann schon fahren. Er kann schon fahren, aber ich denke, dass das wird in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr viel bringen. Okay, also sollte er sich schon mehr oder weniger auf die nächste Saison konzentrieren. So ein bisschen abschütteln und dann nächste Saison... Ja, das will ich damit nicht gesagt haben, aber ich denke, dass er punktemäßig für den Rest der Saison nicht mehr viel holen kann. Dafür sind einfach zu starke Fahrer im Mittelfeld. Und dass er dann ja tatsächlich in der nächsten Saison einfach vielleicht eine bessere Fahrzeugwahl wählt. Und dann nochmal richtig von vorn mitmischen kann. Das war natürlich in dieser Saison nicht gegeben. Okay, aber wir sind uns schon einig, dass er unter der Leistung ist, die er bisher gebracht hat. Bitte? Ich sagte, aber wir sind uns da schon einig, dass er unter der Leistung ist, die er jemals gebracht hat. Ja, es ist mit Sicherheit die schlechteste Saison, die er bisher gefahren ist. Das ist richtig. Okay. Wenn man fragen darf, was wünscht ihr euch denn jetzt für die Zukunft? Also jetzt bis Ende der Saison, was würdest du dir wünschen? Wenn du drei Wünsche frei hättest, was im Racing-Sport jetzt hier losgeht. Was würdest du dir wünschen? Drei Sachen. Drei Sachen. Ich brauche noch drei Titel. Okay, aber es gibt ja nur zwei zu gewinnen. Welchen dritten willst du dir dann diese Saison noch holen? Es gibt auch drei Titel zu gewinnen: Teamwertung, Einzelfahrer und Big Cup. Nein, für mich ist halt wichtig, dass ich die Meisterschaft gewinnen kann aus eigener Kraft, auch mit einem Fahrzeug, was auch wiederum nicht ganz up to date ist. Ist natürlich ein alter Brocken. Der Pagani ist natürlich sehr, sehr gut, super Chassis, super Fahrzeug, extrem leicht zu fahren. Der Titel ist das, was ich in dieser Saison haben möchte. Ich hoffe, dass ich mit Murph vielleicht noch das ein oder andere reißen kann. Ich denke, dass der Teamtitel wahrscheinlich wir uns abschminken können. Dafür haben wir einfach ein zu großes Loch. Aber vielleicht eine gute Basis legen für die nächste Saison. Ich weiß nicht, wie seine Entscheidungen und wo seine Entscheidungen liegen, ob wir noch zusammen fahren werden. Aber das ist auch nicht meine Entscheidung. Von daher, ich warte ab, was er da entscheidet. Wie, beziehungsweise. Und der dritte Wunsch, eigentlich
kann ich da kaum Antwort drauf geben, weil, wie gesagt, ich fahre Rennen, um zu gewinnen. Da ist es mir eigentlich völlig egal, welches Rennen und welcher Gegner da ist. Ich will einfach gewinnen und das auf Platz 1. Alles andere ist für mich verloren. Okay, dann kurz noch Ente, wenn du drei Wünsche hast, was in Racing League jetzt passiert und für dich in die Zukunft passiert, was wären denn die drei Wünsche, die du hättest? Drei Wünsche, oh. Ja, da ich in der Einzelfahrerwertung in der Liga mit dem zweiten Platz hole. Cupsieger, ja, und der dritte, puh, da weiß ich das gar nicht mal so richtig. Da wäre ich schon glücklich. Okay, zwei Wünsche sind ja auch schon mal etwas. Ja, und dann noch die Frage an Murph. Wenn du drei Wünsche hast, was sollte deiner Meinung nach passieren? Das ist eine gute Frage. Dass die Ente immer eine Handbreit hinter meinem Kotflügel bleibt, egal auf welchem Platz ich fahre. Dass ich vielleicht auch die eine oder andere Überraschung schaffe in dieser Saison. Und dass wir als Team noch überraschen werden. Okay, das sind ja schon mal realisierbare Wünsche. Und da ist die Berührung von Ente zu Pupti. Ja, wir sind wie gesagt live dabei. Ja gut, ich bedanke mich für das Interview. Ich hoffe, eure Wünsche und auch eure Ziele gehen in Erfüllung jetzt auch hier im Karlsruher beim Rennen. War auf jeden Fall mal interessant, während des Trainings mit euch Interview zu führen, auch wenn das vielleicht für euch ein bisschen anstrengender war als sonst. Ungewöhnlich. Ja, aber man muss ja mal auch mal die neue Wege gehen. Genau, den ungewöhnlichen Weg gehen. Genau. Also ich wünsche dir alles Gute, Smoke, dir Ente. Danke. Und dir auch, Murph. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, und wenn ihr das Rennen sehen wollt, dann schaltet ein. 19:30 Uhr, Qualifikation, danach das Warm-up und direkt im Anschluss das Rennen. Sonntag sehen wir uns. Euer LT Rustikal ist raus. Bis dahin, tschüss.